Wir schauen uns heute wieder Shorts an. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da für mehr Shorts und wir gehen direkt rein. Ich habe TikTok die ganze Zeit gefragt, wann bekomme ich meinen blauen Haken? Wie ihr seht, habe ich noch immer keinen blauen Haken. Hey, warte mal, Shirley hat keinen blauen Haken? Hold your horses! Wartet mal! Ich hab doch sogar einen blauen Haken. Hab ich nicht sogar einen blauen Haken auf TikTok, obwohl ich hab einen blauen Haken und ich poste nicht mal was. Warum hat Shirley einen blauen Haken nicht? Mit fast 4 Millionen Abonnenten. 3 Millionen sind fast 4. Und dieses Jahr fragen wir gleich weiter. Du bist ultra wichtig auf TikTok, oder? Geht so. Wann kriege ich denn den blauen Haken? Man weiß es nicht. Wann bekomme ich den blauen Haken auf TikTok? Oh mein Gott, Shirley, das weiß ich doch auch nicht. Ich habe keine Berechtigung für sowas. Wann bekomme ich den blauen Haken auf TikTok? Das ist krass. Also Shirley könnte mich fragen. Ich glaube, ich hätte ihr sogar mehr helfen als die Leute davor. Tim, wann kriege ich endlich den blauen Haken? Ey, da ist der TikTok-Chef doch irgendwo. Soll ich mit ihm reden? Auf geht's, Claire. Okay, mache ich. Kriegst du den jetzt gleich. Schauen wir mal, was wird. Wann kriege ich den blauen Haken auf TikTok? Ich glaube, hier findest du auf jeden Fall die richtige Person. Ja, ich hoffe, das wird jetzt mal geklärt. Wann bekomme ich den blauen Haken auf TikTok? Das Leben ist doch schön ohne blauen Haken. Wann bekomme ich den blauen Haken auf TikTok? Ich weiß überhaupt nicht, wofür willst du eigentlich einen blauen Haken? Du bist so eine Marke, du brauchst das gar nicht. What's that, brother? Frag dann mal direkt bei TikTok an. Ich frage jetzt einfach bei der TikTok-Hotline. Aber die Frage am Ende des Tages ist, hat Shirley jetzt den blauen Haken oder nicht? Das glaubt ihr mir niemals! Ich habe euch ein Versprechen gegeben! Und niemals darf ich ihn brechen! Keine Sorge, ich breche ihn für dich! Nein! Also, als ich meine Hausaufgaben gebügelt habe, bin ich auf einem Ball ausgerutscht und habe aus Versehen den Fernseher angemacht. Ey, du! Warte mal, meint der mich? Nein, ich meine Emily! Was? Ach so. Natürlich meine ich dich! Ich habe eine geheime Aufgabe. Was, für mich? Nee, für Emily! Ach so, na dann! Ja, natürlich für dich! Hier, ein Gutschein für eine Po-Massage! Oh shit, falscher Zettel! Hier, spring aus dem Flugzeug! Was? Nein! Weiterlesen! Löse dabei einen Zauberwürfel! Das will ich ganz bestimmt nicht machen! Hat das kein Problem? Kahn kann doch nicht alles! Was hast du gesagt? Gib mir jede Aufgabe, egal welche, und ich mache es. Einen Handstand auf Sand am Strand auf einer Wand als Elefant. Oh, brillant. Okay, ich werde aus dem Flugzeug springen und diesen Zauberwürfel lösen, weil... Kahn, alles. Okay, aber lass nur ein klitzekleiner Haken. Was? Du brauchst 1 Million Abonnenten. Am Montag, da fehlen mir noch unnormal viele Follower. Ja, und wo soll ich diese Leute finden? Was? Du musst mir folgen. Nein, niemals. Was, doch? Junge, bist du famegeil? Ja, nein. Nö, mach ich nicht. Okay. Ey. Warte mal, wie viel hat Kahn jetzt? Nicht mal 1 Million jetzt. Ey, Leute, folgt bei Kahn rein. Okay, ich folge dir. Und das solltet ihr auch. Dann zieh die Aufgabe auch wirklich durch. Okay, bei 1 Million. Ihr müsst mir helfen. Wisst ihr, wenn die so volle Pulle ins Trampolin so reinspringen, ich denke mir so, wenn ich das machen würde mit der Geschwindigkeit, mit diesem Gewicht, meine Beine würden einfach so... Aber in die falsche Richtung. Checkt ihr? Nicht so, wie meine Kniekehle das erlaubt. Nein, 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 andere Richtung. Wisst ihr? Nee. Ey, oh, hallo, ich hab nichts gesehen. Geil, aber krass, krass. Du Papa, du, Papa, wie schreibt man Sex? Mit X oder KS? Mit X. Du Papa, schreibt man Sperma mit P oder B? Mit P. Du Papa, wie schreibt man Vorhaut? Ist das die Stimme von hier, Upper Red? T oder D? Na sag mal, was schreibst du denn da für... Nevermind. ...für einen Aufsatz? Unsere Lehrerin hat gesagt, wir sollen als Hausaufgabe einen Aufsatz über unseren Hund schreiben. Na dann lies mir den doch mal vor. Unser Hund ist 6 Jahre alt. Wenn wir mit dem Auto fahren, dann Sperma ihn hinten ein. Damit er beim Bremsen nicht vorhaut. Oh mein Gott. Du, Papa, wie schreibt man Sex? Oh mein Gott. X oder KS? Oh mein Gott. Ey, aber ich sag mal so, man kann es ja auch falsch verstehen. Ich weiß, jeder von euch hätte es genau so auch gesagt, oder? Seid ehrlich. Was für Hölle machst du da? Typ 1. Das ist eine Katastrophe. Typ 2. Du bist zu nichts fähig. Denk an Vater. Denk an Vater. Er braucht seine Medikamente. Jetzt mach ich vernünftig sauber. Sofort. So, das reicht. Es sind wieder die mit den wenig Likes. Ich weiß nicht warum, aber die schleichen sich immer bei mir hin und ich mag die eigentlich nicht so. Also nicht die Person, sondern die mit den wenigen Likes. Die sind nicht so gut. You ready to go? Ja, aber... How to win over a dog mom. Okay, wie bekommt man eine Hundemutter? Aber das haben wir schon gesehen. I got this. Deine Steps sind langweilig. Okay, warte. Yo! Na, das hat er niemals im Snapchat gemacht, oder? Na, das kann man sowas wirklich bei Snapchat machen, so krass? Niemals, oder? Rick and Morty ist da noch reinpacken? Das hat er alles übereditiert. Wie ist sowas möglich? Ich schieße mit dem Laser da durch und trifft. Das ist viel zu krass. Das hat er niemals mit dem Finger mit Snapchat gemacht, glaube ich nicht.
Papa Platte ist in Mexiko? Gracias! Kevin ist gerade auf Reisen und hat daher über 2 Wochen lang nicht gestreamt. Der einzige Content von dieser Reise war ein YouTube-Video aus Japan. In Japan habe ich versucht, Kondome zu kaufen. Bro, die haben nicht rübergepasst, ne? Die waren so klein. Jetzt hat Papa Platte aber doch mal wieder den Stream... Sorry, das hat ein Riesendicker. ...mann gehauen, okay. Und zwar aus Mexiko. Bruder, warum sagst du Hola? Hallo? Hier ein paar lustige Momente aus dem Stream. Amerika viel geiler, ey. Schätze, Mexiko, Mann. Die haben ja nicht mal School-Shootings. Wie ist die Stimmung hier? Sag mir mal, welches Team ist das? Hier. Das ist ein echter Chor gerade. Krass, er hat einfach richtig geraten. Was heißt, hallo, ein Bier bitte? Hola, un cerveza, por favor. Warum wisst ihr das? Das ist ja ähnlich zu Portugiesisch. Männer, wir leben. Ey, hier gibt's so Hobbyhorsing. Alter, die überholen! Oh mein Gott. Randi, rammen! Haben wir eine Gangschaltung? Nein. Okay. Miguel, hast du die stichsichere Weste dabei? Leider nicht. Ah, okay, schade. Wie ist Vater geworden, sag mal ehrlich? Weiß man schon, wo du 3 Wochen warst? Nö. Papa Platte. Also, ich sag so, wie es ist. Ich weiß, wo Hugo 3 Wochen war. Das wissen, glaube ich, aber viele, oder? Wisst ihr, wo Hugo 3 Wochen lang war? Weil er war ja 3 Wochen nicht da. Es gibt keinen, auf den alle Götz stehen. Mein kleiner Bruder. Kommentare? Gucken die ihn? Bin ich die Einzige, die ihn normal findet? Wolf ist so ein Süßer. Wer nicht auf Wolf steht, ich finde ihn ganz normal. Wenn er eine Hüfte hält. Bin ich die Einzige, die... Ja, also ich bin einfach kacke hässlich und das bleibt so. Apparently if you film while ordering at Chipotle, they'll give you more food. So I'm gonna put that to the test. Hi, thank you. I feel like they're avoiding me right now. Just a burrito, please. Let's do brown rice. Pinto beans. Thank you so much. Chicken. Red sauce, cheese, lettuce. That's it. Thank you. 2 sheets of tinfoil. That's a big one. Thank you so much. This is a heavy boy. I'm not going to leave this up to my observation. I'm going to leave this up to science. I actually ordered the exact same burrito 10 minutes ago without filming. This is the burrito without filming. This is the burrito with filming. Burrito number one, 1.246 pounds. Burrito number two, 1.34. Ja, die machen mehr Essen rein, wenn man filmt. Okay, okay. Meint ihr, das ist in Deutschland genauso? Ich weiß es nicht. POV, du bist junge Lehrerin. Ich bin Lehrerin. Schüler dürfen die Kopierer nicht benutzen. Ich bin Lehrerin. Wer? Sie ist Lehrerin? Hat dich hier reingelassen? Ich bin Lehrerin. Warum hatte ich nicht so eine Lehrerin? Warum waren meine Lehrer alle Mitte 50 oder Mitte 60 gefühlt? Das ist das Lehrerzimmer. Ich bin Lehrerin. Krass, auf jeden Fall ist ganz, ich finde es ehrlich gesagt ganz cool, wenn die Lehrer immer so ein bisschen jünger sind, weil dann sind die auf dem aktuelleren Stand von der Jugend und so alles und sind mehr up to date, würde ich behaupten, weil Ältere, die passen sich nicht so gerne der Jugend so ein bisschen an und die sind immer so, I don't know, teils konservativ, checkt ihr? Oh! Der ist von Baki! Und das ist absolute Werbung. Und ich glaube nicht, dass der Junge das schon trinken sollte oder braucht. Sup, Dad. Was passiert da gerade? Ich weiß jetzt nicht, ob das die beste Werbung überhaupt war für so ein Getränk. Ich weiß ja nicht, aber na okay, lass mal stehen. Ne? Hey, willst du fangen das Messer spielen? Klar. Oh mein Gott, das ist Safe Movie. Kennt ihr das? Ja. Oh Mann, ich bin so scheiße in diesem Spiel. Ma'am, ich fürchte, ich habe Ihren Sohn dabei erwischt, wie er Hausaufgaben gemacht hat. Was habe ich nur falsch gemacht? Hey Joey, willst du mich essen? Nein, danke, Mr. Muffin. Aber ich will sterben. Hey Kumpel, lass uns das vor der Tür regeln. Klar. Wow, was für ein schöner Abend. Ja, ist ganz nett hier. Spring nicht, das Leben lohnt sich doch noch. Everybody do the flop. Davis Schultz. Schwarzer Humor damals, ne? Jetzt sagst du, wie es ist. Oh, yeah, Dexter was supposed to pop up. We were supposed to do our 1v1 and everything, like promised, but... What you talking about? Hero versus right Dexter. Like, right. Was man, die Hochsprung? Hero, Dexter, let's find out. 4 feet, 3 inches. Keine Ahnung, wie hoch das ist, aber es wird so... Oh, Jupp, da kommt keiner von uns schon rüber. Digga, das ist das Brusthöhe. Gotta keep raising until somebody gets out. 5'6". Ha!
Oh yeah. Oh, that's taller than me, man. 5'9". Die springen höher, als sie groß sind. Bro, ich komme nicht mehr über meine Kniescheiben von der Höhe. Was positive? You're about to lose. That's what you're talking about. This jump right here is gonna determine who's the better jumper. Get up. Oh! Just pretend there's a cop behind you. Hey! Oh! Hey! Oh! How confident are you with this next jump? If Hero can do it, I can do it. Get up. Oh, krank, ne? Oh yeah. Oh yeah. Oh! So I don't krank, I didn't see that angle. Yeah. Through the back of my shoe, that hit. Clipped a tiny, tiny, tiny bit. He did clip a tiny bit with his heel. He did clip a little bit with his heel. So we're gonna have to give him another go on it. That's crazy. Oh. Hero beat me. GG's, man. Good game, Dexton. Dexton's actually a really cool guy. But this is not the end of it. This is a fair game. Dexton said. Auftritt als Lehrerin in der Schule. Als ob die sowas tragen in der Schule. Nein, das trägt doch kein Lehrer. Nein, nein, nein. Nein, ehrlich, ehrlich jetzt. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Privat tragen wir alles, aber nicht in der Schule. I made a terrible mistake. After winning a wrestling competition, he got a little too excited and ich werde nichts sagen, ne? Guck mal. Diese Outfit, die sie bei diesen Wrestlern da immer tragen, die sind sehr körperbetonend. Ist euch das schon mal aufgefallen? Es ist schwer, nicht hinzugucken. Checkt die, was ich meine. Tried to take down his coaches, which later ended up being one of his biggest regrets. He managed to pull it off with the first coach, but the second one wasn't having any of it. This guy made a terrible. Ich meine, Gott, ich werde nicht darauf achten, aber das achtet halt auf mich. Du wirkst immer so glücklich, wenn du zockst. Ich will echt? Auch wissen, danke. Wie das ist. Heute zocke ich mal mit. Hält sich in Grenzen. Aber unter einer Bedingung. Wir sind Mates, keine Partner hier am Rechner. Hier dein Headset. Aber da liegen doch viel coolere Headsets. Kann ich nicht eins davon nehmen? Das musst du dir noch verdienen. Aktuell bist du ein Noob. Okay, womit fangen wir an? Also, die Kopfbereiche. Meistens beginnen wir mit einer entspannten Runde 2v2. Wir beide gegen andere zwei. Okay, und wer sind die anderen zwei? Mach dir darüber keine Gedanken. Die schlimmsten sind meistens deine eigenen Teammates. Okay, Schatz, es geht los. Geh auf den A-Spot und plante die Bombe, du Noob. Schatz, ich dachte, wir sind ein Team. Wie plant ich denn? Ja, ich weiß, aber das ist die richtige Experience. Wenn du es kennenlernen willst, dann auch richtig. Red über das Mikrofon, nicht so. Wie rede ich denn mit den anderen? Ja, mit K. Halt K gedrückt. Hallo? Hä? Irgendjemand hat mich rausgevotet. Aber wir sind doch nur zu zweitem Team. Oh, ups. Tja, so endet es meistens. Aber wie findest du es? Die 5 Minuten haben dir jetzt bestimmt die Experience gegeben, die wir alle jeden Tag erleben. Okay, und was genau macht jetzt daran Spaß? Tiefgründige Frage. Du wirkst so. Ist das dumm. Willkommen zu Ich zwinge Sophia dazu, Franz. Bro, ich. Digga, ich krieg die Krise, Leute. Also, ich guck ja gerne Shorts an, aber wenn da so ein Müll immer dabei rumkommt. 95 I do. 95 I do. Let's round it up to 100.000. Nein! 95.000. Lass! Lass es jetzt! Feels alone. Sie ist schon zu viel. Let's have 100 somebody. Nein! Warum? 95.000. Noch nichts. Echt? Warum bläst es nicht ab? 95, 120. Oh, they do 98.000. Oh, yes. 98 does it. 100.000 für so ein Wort. At 100.000, make no mistake. At 100.000, yes. Ja, ich hab's gekauft. Du hast es. Ich hab's gekauft für 100.000 Pfund. Ich hab's. Ja, warte mal, es hat 180.000 Euro gekostet, das Hoverboard. Es ist gewonnen. Sold to you. Ich bin übers Budget. Wie viel hab ich ausgegeben? Wie viel? 180 ist drin. Ich hab's gekauft. Ich bin der 180.000. Okay, Leute, das war's jetzt mit Shorts. Heute waren die wirklich teilweise bodenlos. Egal, nächstes Mal werden sie vielleicht besser. Lasst ein Like, Abo, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.